Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Hemmes Alp TV. Ja, heute geht es mal nicht ums Kochen, sondern heute geht es um einen Kommentar, wo ich erhalten habe zu einem Video, was eigentlich zum anderen Video gemünzt war. Also der ist natürlich schon mal ins zweite Video reingeschrieben, aber dazu gleich mehr. Erstmal so viel, wenn ihr was reinschreiben möchtet, in die Kommentare unten reinschreiben möchtet, könnt ihr das gerne tun. Aber ich habe eine Bitte und das ist jetzt wirklich ernsthaft gemeint von mir. Die Kommentare sollten nicht beleidigend sein, mir gegenüber oder anderen Personen gegenüber. Ich muss dafür Sorge tragen vom YouTube aus, dass dieser Kanal auch für Kinder geeignet ist. Und wenn da solche Worte fallen, wie ich jetzt gleich in einem Kommentar vorlesen werde, dann finde ich das ein bisschen arg traurig. Weil ich habe keinen Bock, dass man mir, dass YouTube mir meinen Kanal zumacht, nur weil irgendeiner meint, er müsste ein Video, einen Kommentar schreiben, wo echt beleidigend ist. Ja? Und dann noch nebenbei ins falsche Video rein schreibt. Ja? Also, jetzt erstmal zu dem Kommentar, was der geschrieben hat. Ich werde auch den Namen sagen. Also ich werde definitiv kein Blatt vor den Mund nehmen. Ja, ich werde definitiv den Namen sagen und es ist mir auch völlig egal. Weil das hat mir jetzt schon ein bisschen arg helfen. Und sowas noch kurz vor Weihnachten, also ich finde es echt eine Frechheit. Die Leute haben in der heutigen Zeit absolut keinen Respekt mehr. Die Leute sind heutzutage so frech, dass man so einen Kommentar reinschreibt. Und dieser Kanal ist öffentlich. Das können kleine Kinder lesen. Das können ältere Menschen lesen. So einen Kommentar kann jeder lesen. Und deswegen habe ich eine Bitte. Wenn euch das Video, was ich reinsetze, nicht gefällt, dann schaut es nicht an. Oder schaut es an und fertig. Ja? Dann schreibt nichts mehr dazu. Ja? Weil dann bleibt mir viel erspart und ihr braucht dann nichts reinschreiben. Ja, weil ich meine, wir haben jetzt übermorgen Heiligabend und am Mittwoch haben wir Weihnachten. Das ist eigentlich ein Fest der Liebe und da sollte man normalerweise ein bisschen respektvoller mit den Menschen umgehen. Und nicht solche Kommentare reinschreiben, wie ich jetzt vorlesen werde. Nur ein Kommentar ist das. Und zwar ist der Kommentar von Black White. Also ich finde es schon mal unverschämt, dass man nicht einmal seinen richtigen Namen schreibt. Ja, Black White. Ja, was ist das für ein Name? Schwarz-Weiß. Ja, also ein bisschen Englisch kenne ich auch. Black ist schwarz und weiß ist weiß. Ja, schwarz-weiß. Junge, dann schreib wenigstens seinen richtigen Namen rein. Ja, und nicht so ein Humbelüsnabe da. Ja? Also wenn man nicht mal unter seinem richtigen Namen einen Kommentar reinschreibt,
finde ich das schon definitiv sehr, sehr, sehr traurig. Nicht, wenn der Fahrer beleidigt wird, und das tust du ja, du A-Loch. Ich wünsche dir, dass du es zurückbekommst, zurückbekommen tust, egal auf welche Art. Also lieber Black White, ich finde das ist echt eine Frechheit von dir, was du da geschrieben hast. Ja. Gut, ich habe ihn in dem Video einen Idioten genannt. Aber alle die, wo mit der Firma Weisinger in Kirchheim und Umgebung fahren, kennen diesen Busfahrer. Und jeder weiß in dieser Region, wen ich meine. Und wenn ich sage, er ist so blöd, an die Haltestelle zu fahren, dann ist er so blöd, an die Haltestelle zu fahren. Und es hat jeder Fahrgast, der ein Ticket hat, das Recht auf eine ordentliche Beförderung, das heißt, auch an die Haltestelle richtig hingefahren wird, dass derjenige nicht erst auf die Straße und dann auf den Gehweg steigen muss, sondern direkt vom Bus auf den Gehweg. Weil das gehört zur Sicherheit der Beförderung dazu. Ja, und wenn man da keine Ahnung hat, dann sollte man eben sich mal ein bisschen schlau machen. Ja, dafür gibt es Beförderungsvorschriften. Ja. Ein Fahrgast hat Vorschriften und ein Busfahrer hat Vorschriften. Ja. Und zu der Vorschrift gehört eben das, dass der Busfahrer ordentlich, wenn es geht, an die Bushaltestelle hinfährt. Ja. Klar, es gibt auch Haltestellen, wo der Busfahrer nicht richtig hinkommt, weil die Stadt eben diese Bushaltestelle falsch konstruiert hat. Das gibt es auch. Das nehme ich dann auch raus. Ja. Zum Beispiel bei uns hier in Schopfloch am Rathaus hat man Probleme mit einem großen Bus. Ja, dann ist die Tür beim Fahrer zwar über dem Gehweg drüber, aber die hintere Türe ist eben nicht am Gehweg. Ja, das geht auch nicht anders. Ja, das hat die Stadt beschissen gemacht. Und das möchte ich auch hier mal klipp und klar sagen in diesem Video. Ja, Herr Bürgermeister Schlecht, sollten Sie sich mal vielleicht anschauen. Ja, und das vielleicht ändern. Ein paar Meter weiter mit der Bushaltestelle weiter nach vorne gehen. Dann klappt das auch. Ja, aber der Busfahrer hat einen kleinen Bus gehabt. Das heißt einen Sprinter. Und der Sprinter hat eine sehr gute Länge gehabt, mit dem er wunderbar ganz kerzengrad an die Haltestelle hinfahren konnte. Ja, bloß dieser Busfahrer ist zu faul, an jede Haltestelle, ist egal wo, und wenn es an der Straße ist, die kerzengerade geht, richtig hinzufahren. Dieser Busfahrer steht grundsätzlich 50 cm vom Randstein weg. Und das ist nicht korrekt, weil man muss auch mal denken an ältere Leute mit Rollator. Ja? Weil das ist schon mal kein behindertes, gerechtes Aussteigen möglich. Ja? Nur mal dazu. Ja? Und dieser Sprinter, ja, hatte er auch nur eine Türe. Das heißt, dieser Sprinter war auch schon nicht behindertengerecht.
Ja, also es gab ja auch keine Klappe zum Ausklappen. Ja, das heißt, die Leute haben entweder auf die Straße tappen müssen oder mussten so wie ich einen Riesensatz machen. Ja, und ich bin krank, hab's mit der Bandscheiben, hab im linken Fuß Arthrose. Jetzt habe ich seit circa 3 Wochen Schmerzen im rechten Fuß, den ich nicht mehr richtig oder überhaupt nicht mehr so im Kreis bewegen kann, ja, ohne dass ich Schmerzen bekomme. Da muss ich mir das nicht noch antun, einen Busfahrer zu haben, der nicht gescheit an die Bushaltestelle hinfährt, ohne dass ich durch meine körperliche Einschränkungen wieder Probleme bekomme. Ja, und wenn das irgendeinem nicht passt, dann braucht er meine Videos nicht anzuschauen. Das sage ich hier ganz klipp und klar, weil ich spreche hier auch für alle anderen, die Probleme haben. Ich denke nur an behinderte Menschen, an alte Menschen. Ja, und da habe ich überhaupt keinen. Und sorry, dass ich jetzt ein bisschen energischer bin, etwas lauter bin. Überhaupt kein Verständnis, dass man sowas schreibt. Weil sowas ist eine Frechheit. Und das ist ja nicht das Erste, was der schreibt. Ja, der hat ja zum Beispiel auch schon was über S21 geschrieben bei meinen Baustellenvideos. Ja, auch schon über S21 BauTV. Ja, wir haben keine Pläne von der Baustelle in Stuttgart, von der Bahn. Das heißt, wir können in Stuttgart nur sehen, was momentan passiert und das kommentieren. Wenn einer das besser weiß, dann darf er das gerne unten in die Kommentare reinschreiben und sagen, du, immer her. Da wird dies und dieses jenes gebaut. Dann wissen wir das. Dann ist es auch gar kein Thema. Ja? Aber nur da zu schreiben und zu sagen, ja, du kannst ja nur nachreden. Hallo, ich habe nicht nachgeredet. Ich habe das gesehen mit eigenen Augen, was da passiert. Und wenn sich halt da diese Worte dann eben doch mal gleichen, dafür kann ich nichts machen. Ja, aber wie gesagt, wenn einem diese Videos nicht gefällt, dann braucht er es nicht anschauen. Es gibt genug andere Leute da draußen, ja, die das interessiert. Ja, ich bin nicht auf an die interessiert, wo sich über jede Kleinigkeit aufregen. Nein, ich bin auf die interessiert. Ja, und ich freue mich über die Leute, die das Video anschauen, von Anfang bis Ende und die vielleicht kein Wort drüber verlieren, sondern nur mal einen Daumen hoch geben. Ja, und so Leute möchte ich haben. Ja, man kann was schreiben, ist gar kein Thema. Aber man sollte seine Wortwahl zügeln. Und wie gesagt, ich werde jeden Kommentar, der mich beleidigt oder andere Menschen beleidigt, sofort an YouTube weiterleiten. Ja, dass dieser Mensch für meinen Kanal gesperrt wird. Weil dieser Kanal ist öffentlich und für jeden Menschen zugänglich, der meine Videos angucken möchte und der auch meine Videos sehen möchte. Und daher werde ich das nicht zulassen, dass man mich oder andere Menschen beleidigt. Also das möchte ich hier mal ganz klipp und klar sagen.
und auch in die Richtung von Black White. Ja, übrigens, ich habe deinen Kommentar schon gemeldet. Ja, also brauchst du keine Sorgen machen. Ja, YouTube weiß Bescheid und ich möchte dich auch nicht auf meinem Kanal sehen. Ja, und wenn du Abonnent bist, dann möchte ich dich auch nicht als Abonnenten haben. Ja, ich habe so viele andere Abonnenten, ja, die höflicher sind, zum Beispiel wie VHF, ja, und so weiter, ja, die gescheite Videos, gescheite Kommentare schreiben, ja. Also, jeder, der beleidigen wird, wird gemeldet und jeder, wo Kommentare schreiben möchte, der darf natürlich Kommentare schreiben, ja. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt meine klaren Worte heute am Sonntagabend, aber es musste einfach mal sein, weil es geht nicht anders. Ja. Wir haben, wie gesagt, nächste Woche Weihnachten und ich möchte wirklich ein schönes Weihnachtsfest haben und mich nicht über Kommentare irgendwelcher Art ärgern müssen. Ja. Aus diesem Grunde sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Es sind jetzt nicht mehr lange Zeit. Ich habe jetzt 75 Abonnenten, 25 brauche ich noch bis zu 100 und dann werde ich euch zeigen, wie ich Weihnachten, Silvester feiere. Also, wenn ich bis 31.12. 20 Uhr 100 Abonnenten habe, zeige ich euch, wie ich Silvester feiere. Also, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, hier unten könnt ihr jederzeit kostenlos abonnieren. Hier rechts drüben gibt es ein Glöckchen, das kann man anklicken und dann auf alle gehen, dann kriegt man Nachricht. Sobald ich wieder ein Video hochlade und das ist in der letzten Zeit sehr häufig. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr irgendwelche Lob, Kritik, Wünsche habt, jemand grüßen wollt, bitte alles unten in die Kommentare rein. Und so, ich, jetzt weiß ich den Namen nicht, der wo Brokkoli geschrieben hat, mache ich auch mal. Aber wenn du das zufällig siehst, schreib mir mal, was Kudai ist. Ja? Ich habe das zwar gegoogelt, aber da kommt irgendwas mit Medikamenten und tralala, hopsasa. Schreib mal genau in die Kommentare bitte rein, was das ist, dass ich auch weiß. Ja? Nicht, dass ich da jetzt irgendwas suche, was gar nicht gibt. Ne? Also, ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wie immer, wir sehen uns beim nächsten Video auf Hemmes Alp TV. Bleibt mir gewogen. Tschüss.